aber es kann trotzdem nicht so weitergehen. Was denn? Na, alles halt. Wir können doch nicht die ganze Zeit in der Bude rumhängen und so tun, als wäre alles geil. Weißt du, was geil wäre? Wenn wir einfach einen Film machen würden. Geiler Look, bahnbrechende Spezialeffekte, mitreißende Handlung. Uns fällt mit links eine Story ein oder nicht so ein Quatsch, den wir uns tagtäglich in der Glotze angucken. Mann, du bist so schlecht, du musst doch irgendwas sagen. Hey, sag du doch was, was soll ich denn sagen? Ja, was weiß ich, schönes Wetter heute, du kannst ja wohl ein Gespräch anfangen. Und die Weiber, die stehen drauf. Meinst du? Also, wir wollen was mit Inhalt machen, aber nicht so ein Depri-Zeugs. So Schwachsinns Beispiele schnulzen kann ich echt nicht mehr sehen. Nee. Und ihr zwei seid Regisseure? Das ist ja echt ein Zufall, oder? So wie ich bin? Oder nackt? Und Action. Ist das, was du willst? Entschuldigung. Männer, die kochen können, sind voll sexy. Ich kann kochen. Du kannst kochen? Alter, was machst du denn hier? Oh, wonach sieht's denn aus? Die Frage war, ob du kochen kannst. Du weißt doch gar nicht, ob ich kochen kann. Ja, wir kennen uns ja auch erst seit gestern. Hey, wegen mir braucht ihr hier nicht zu streiten. Wir streiten nicht. Heinz? Nee, der Mitbewohner. Ach, der Regieassi. Ja, der Regieassistent, genau. Ich glaube, das ist ein riesenfettes Problem damit, dass ich Lisas Busen gesehen habe. Und diese ganze Kinderkacke geht mir langsam echt auf den Sack. Mir geht's hier um eine Perspektive. Scheiße. Stehst du, Assi? Bloß weil wir mit einem Typen gut reden können, heißt es nicht, dass wir auch mit ihm ins Bett gehen. Sondern? Alter, ey. Hast du sie noch alle? Kannst du mir mal sagen, was dein Problem ist? Das mit dem Film ist eine super Sache. Ja, ich mein's echt ernst. Das könnte ein richtig gutes Ding werden. Ja, klar.